Servus und willkommen natürlich zu Teil 3 des Essentials Plugin. Diesmal gehen wir definitiv auf die Permission um die Berechtigung der Gruppen und der Spieler. Gut, wir haben natürlich hier zwei Dateien in der Group Manager, Worlds und Vault. Dort hatten wir ja bei Teil 2 beendet. Das heißt, wir öffnen nun diesen mit den Editor Notepad++. Dies würde ich jedem empfehlen, die Gruppen bzw. die Permission mit Notepad++. Warum, werde ich euch gleich mal zeigen. Gut, er öffnet uns erstmal Permission. So, ich schiebe das mal erstmal nach oben. So, dann gehen wir hier mal nach oben. So, wir haben jetzt hier ganz oben die Gruppen und wir haben jetzt hier den Default, den können wir natürlich auch abändern und alles, was uns hier jetzt er uns markiert, muss dann in dem entsprechend auch abgeändert werden. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel Gast, der muss denn hier zum Beispiel Gast, hier muss Gast, also das muss dann überall eingetragen werden. Ja, dann haben wir hier Default ist gleich True. Das heißt, er ist in der Default-Gruppe gefangen. So, das heißt, er bekommt nur die Berechtigung, was jetzt hier drin steht. Gut, dann haben wir jetzt hier noch den Interbalance. Da kommen wir gleich später nochmal zu. Dann haben wir hier noch den Präfix. Das sind die Farben. Das heißt, man kann jetzt die Gruppe mit sogenannten Farben abgleichen. Dafür habe ich ja, Klammer, Moment, lade ich die Seite mal kurz. So, da haben wir sie, und zwar die Farbtabelle hatte ich ja in Teil 1, Teil 2 mit gepostet. Bei Teil 3 werde ich diese auch nochmal posten. Das heißt, wir können jetzt hier die Farben belegen. Das heißt, wir gucken hier nochmal und E. Und E ist natürlich, jetzt muss ich selber mal gucken, E ist in dem Sinne gelb. Das können wir natürlich abändern, weil die brauchen keine spezielle oder eine goldene Farbe. Das heißt, ich möchte das mit einer Standardfarbe und F, das heißt, ist in dem Sinne ein Weiß. Das heißt, ich gebe da einfach und F ein. Das heißt, die Gruppe ist in dem Sinne in Weiß. Das heißt, wenn dort was gepostet oder wenn die was in den Chat schreiben, steht denn Default, die denn in Weiß und dann der Text auch ganz normal in Weiß. So, denke mal hier nochmal den Suffix abändern. Zum Beispiel, ja, Loop zum Beispiel, nur als Beispiel, das kann man hier auch nochmal einstellen. Das kann man dann zum Beispiel auch nochmal farbig abpassen. Was ist ich und 4 ist ein dunkelrot und dann Nubi oder was auch immer, das könnt ihr denn darüber auch nochmal einstellen, je nachdem wer es mag. Genau, denn hier Building nochmal auf False, das heißt er darf nicht bauen, das heißt die sollten auch noch nicht bauen, da sie sich ja, sag ich mal, erstmal den Server anschauen können, wie auch immer. Ja, dann kommen wir hier schon zum Semi-Admin, in dem Sinne ist das der Co-Admin. Das heißt, wenn wir den auch ändern, scrollen wir mal weiter runter, haben wir hier natürlich auch den Semi-Admin. Das heißt, wenn wir den zum Beispiel Co-Admin nennen, dann muss das hier unten auch nochmal angepasst werden. Ja, denn natürlich Default ist natürlich nicht in der Default-Gruppe drinne. Das heißt, es ist eine eigenständige Gruppe. Dann kommen wir jetzt zum Beispiel zu den Permission. Ja, da machen wir das zum Beispiel mit Enter. Das muss in dem Sinne komplett nach hinten, denn wir nach vorne, dass das da drunter ist und dann zum Beispiel Minus und dann zum Beispiel, ja, dann kommt in dem Sinne der Plugin-Name. Da werden wir das aber nochmal speziell eingehen nach den nächsten
Plugin-Tutorial. Ganz wichtig, dass wir da in dem Sinne ganz nach hinten, wenn wir das natürlich nicht machen und schreiben einfach hier, dann wird es auch rot angezeigt. Das heißt, das ist in dem Sinne ein Fehler und das wird er dann auch nicht auslesen können oder er liest es einfach nicht aus. Darum bitte ich euch immer mit Notepad++ zu arbeiten. Gut, dann kommen wir, also hier sind dann die ganzen Permission-Befehle. Ja, dann haben wir hier den Interbalance, das heißt, er erbt automatisch die Berechtigung von Moderator. Dann natürlich die Info, denn hier wieder den Präfix. In dem Sinne kann man das wieder abpassen, abändern, zum Beispiel und E ein Gelb, aber ich möchte das jetzt mal in ein Grün. Jetzt muss ich selber ist das hellgrün und kleines a. Das heißt, dann ist der, jetzt muss ich ganz kurz zusammenmachen, nee, Semi-Admin und C wollte ich das hier anpassen, indem dann ein rotes Rot, ein helles Rot in dem Sinne und kleines C. Gut, denn natürlich auch wieder Building ist true, das heißt, er darf natürlich bauen. Dann haben wir hier wieder den Subfix, dann haben wir die Bilder, in dem sind die Bauer. Ja, ist natürlich auch nicht in der Default-Gruppe. Ja, dann kommen wir hier wieder zu den ganzen Permission-Befehlen. Die sind hier auch schon vorher alles schon eingestellt. Nach Bedarf kann das natürlich abgeändert. Das müsst ihr dann für euch selber anpassen. Ja, er erbt dann automatisch die Default-Gruppe, das heißt die Berechnung des Default und noch zusätzliche Befehle. Wichtig ist natürlich, dass hier unter Building wieder auf True ist. Ja, dann haben wir hier und 2. Da gucken wir jetzt ganz kurz mal in der Farbtabelle. Und zwar ist ein dunkles Grün, den mischte ich natürlich nicht. Das heißt, er soll ein, ja, nehmen wir mal und B. Die ist recht hoch, ja, was ist das? Blau, helles Blau, wie auch immer. Also machen wir und B, den Building-Präfix hatten wir auch schon. Ja, dann kommen wir schon zu dem Moderator. Auch wieder alles so eingestellt. So, einmal mit STRG oder mit Strong und Z könnt ihr diese Befehle wieder umkehren. Das heißt, wenn ihr jetzt hier was Falsches geschrieben habt, denn sagt, ach, was ist mir hier passiert? Ne, dann könnt ihr wirklich hier komplett wieder zurückspringen, dass es ganz genau wieder passt. Ja, denn wir hier zu den Permission-Befehle erbt in dem Sinne die Permission von den Bildern. Dann machen wir hier und kleines C, das war jetzt der Moderator. Genau, nein, den wollten wir jetzt in ein hellen Grün machen. Da müssen wir jetzt mal gucken, das ist das kleine a. Das heißt, den passen wir jetzt auch an. Kleines a, Bilder true, das heißt, er darf bauen, wieder den Subfix. Ja, und dann haben wir hier natürlich den letzten, den sogenannten Admin. Den können wir jetzt zum Beispiel auch kopieren. Den kopieren wir uns jetzt auch mal ganz frech. So, dann können wir zum Beispiel hier runtergehen, fügen den hier einfach nur ein und nennen den zum Beispiel VIP. Und er soll in dem Sinne die Berechtigung erben des, ja, des Bilder. Und der bekommt dann später nochmal extra Berechtigung. Darum nehme ich mal hier die Permission raus, weil er soll ja nicht alle Berechtigung bekommen. So, dann setzen wir hier noch den Farbcode oder passen wir noch an. Der soll denn ein, ja, nehmen wir mal hier das Lilane und kleines D, nur als Beispiel. Und kleines D, so, dann ist das auch schon angepasst. Ja, so kann man denn zum Beispiel die Gruppen noch zu erweitern. Ja, dann haben wir das eigentlich soweit und speichern uns das. Ja, dann haben wir natürlich hier noch die Users. Die habe ich hier auch schon mal aufgemacht. So, und zwar, ups, da haben wir,
das hier zugeklappt. So, und zwar haben wir jetzt hier die Spielernamen, die müssen denn hier in dem Sinne eingetragen werden. Ich mache das jetzt mal bei mir zum Beispiel. In dem Sinne mein Ingame-Namen, die werden hier eingetragen. Dann haben wir hier die Gruppen, in welche Gruppe der laufen soll. In dem Sinne bei mir der Admin ist denn schon richtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel Name 2, der soll denn zum Beispiel in die Gruppe VIP, dann gehen wir einfach hier raus. Geben VIP ein. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr natürlich mehrere einfach den letzten kopieren, einfach komplett zurück wieder einpasten, das war's. Und dann, nein, das war jetzt natürlich nicht falsch, das war jetzt hier noch der Permission. Das heißt, das kopieren wir uns natürlich, gehen erstmal ganz nach hinten und pasten das ein und geben dann hier zum Beispiel Bilder ein. Er kann zum Beispiel auch noch Zusatzberechtigungen kommen, wenn man das möchte. Mit zum Beispiel ja ein Stern zum Beispiel, dass der, nein, falsch rum, in dem Sinne ist der Name, ja, XYZ, sag ich mal, der Spielername XYZ ist in der Gruppe, müssen wir mal ganz kurz gucken, ja, ist in der Gruppe Bilder, aber hat die Berechtigung zusätzlich von den Admin. In dem Sinne, ja, so könnte man das so einstellen. Ja, das war's eigentlich soweit. Ja, da speichern wir uns eigentlich alles nur noch ab. Ja, und das war's eigentlich zu dem Tutorial. Ich bitte euch, ja, sollten natürlich hier zu fragen, ja, das funktioniert nicht und wieso geht das bei mir nicht, aber bei dir. Also das geht alles. Darum mache ich ja hier die Tutorials sehr umfangreich, also in dem Sinne ausführlich. Das heißt, wenn natürlich noch andere Plugins und es sollten natürlich fragen, ja, das funktioniert nicht, werde ich sie natürlich auf dieses Video verweisen, da es eigentlich nicht so schwer ist, da es wirklich sehr ausführlich beschrieben wird, wie man jetzt die Permission eingibt, ganz nach hinten, den Minus und dann ja, den Permission-Befehl ist eigentlich wirklich nicht schwer, wenn man in dem Sinne ja Notepad++ verwendet. Solltet ihr natürlich einen anderen Editor, ja, den kann ich euch dabei natürlich auch nicht helfen. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Tutorial bei Bucket Support. Also bis dann, bye bye.